So, grüß Gott, hallo Sophia und die Familie Hettel. Gehörbildung am 6. oder 7. September. Ja. Ja, ich beginne mit Nummer 1, F-Dur in Bassschlüssel. Also nur mit F-Dur heißt mit einem B, ja, und es beginnt mit F, ja. Das ist auch gleichzeitig dann Grundton vom F-Dur. Ja. Ich spiele viermal. Zum zweiten Mal. Zum dritten Mal. Ja, entspann dich, das ist noch ganz, das schaffst du. Ja, locker, denke ich mal. Zum vierten Mal, also letzte Mal, ja. So, es wird ein bisschen schwerer. Nummer 2 im Violinschlüssel. Und beide, also ich spiele zwei Stück, A und B, beide in 4 Viertel. Ja? Und jeweils hat 3 Takte lang. Ja, ja genau. Ich spiele insgesamt also fünfmal, ja, also mit Rhythmus oder Notenwert ist es ein bisschen da mehr zu tun, ja. So, in C-Dur, ja. Das ist in C-Dur dann Grundton C. Und ich spiele so ungefähr so schnell, ja, das ist Viertel. Takt 1, Takt 2 und so weiter, ja? So, zum ersten Mal, ich habe gesagt, fünfmal spiele ich insgesamt, ja, okay? 1, 2, 3, 4.
Zum zweiten Mal noch zur Sicherheit, wir sind in C-Dur und spiele ich Grundton von C-Dur, C, ja? Ne? Bedeutet nicht, dass das immer mit Grundton beginnt, sondern, ne, weißt du ja. Okay, zum zweiten Mal. Eins, zwei, drei, vier. So, zum dritten Mal. Eins, zwei, drei, vier. Zum vierten Mal. Eins, zwei. Drei, vier. Ja, jetzt spiele ich ja dann als also letzte Mal und bitte achte mal, dass es gibt auch Pause in dem Stück und es gibt auch nicht nur Viertel, sondern halbe, ja, und wo da halbe gespielt wird oder nur Viertel gespielt wird. Ich spiele ganz klar zu hören, wo es Pause ist, wo es gespielt ist, ja. Jetzt achte mal nur als zum Ende dann, wo das, wo nicht das, ja. Eins, zwei, drei, vier. So, dann wir gehen zur nächsten Aufgabe 2b, ja, also zweites Stück von Gehörbildung mit Notenwert. Ja? Okay, das gleiche, also drei Takte nur, ja, und in C-Dur unverändert, vier Viertel auch unverändert. Es wird aber ein bisschen schwerer, ja, aber macht ja nichts, also das schaffst du locker, okay? Nochmal C-Dur, C-Grundton. C, ja? Ich spiele fünfmal B. Eins, drei, zwei, drei, vier. Zum zweiten Mal. Eins, zwei, drei, vier. Zum dritten Mal. Eins, zwei, drei, vier. Ja, bei dem Stück gibt es mehr Pausen als Aufgabe A. Ja? Und Pause ist nicht immer auf schwächeren Zeit wie auf 4 oder so, sondern kann auch möglich sein, dass auf 1 auch Pause ist. Ja? Nicht zu viel verraten. Gell? Also zum vierten Mal spiele ich jetzt 1,
Zwei, drei, vier. So, zum letzten Mal. Eins, zwei, drei, vier. So, jetzt wechsle ich aufs Fagott und du hörst zwei Töne, also Intervall. Und du findest oder suchst ja, was ich da gespielt habe für ein Intervall. Ja? Okay. So, im Bassschlüssel natürlich. Da ich Fagott spiele gerade, ja. Also, so, Nummer 3, A. Was spiele ich für einen Intervall? Wenn du willst, kannst du auch ans Fagott gehen und dann auch ein bisschen probieren, diese geschriebene vier Intervallen, ja, und dann also Hilfe holen selber, ja. Nochmal. Spiel dann jetzt der 3b, ja, zweite Aufgabe von Nummer 3. Ja, es wird ein bisschen schwerer, ja, jetzt. Nochmal. Noch eins. So, jetzt am schwersten die C, also 3C, ja, da ist der Grundton, also der Anfang, Anfänge werden immer von verschiedenen Tönen, ja. So, das war's. Gutes Gelingen und viel Glück. Tschüss.